und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Und ich weiß gerade nicht, soll ich erstmal weiter hochgehen oder soll ich der Quest folgen und erstmal runter? Ach, wisst ihr was, wir gehen erstmal hoch. Und den Turm, ja. Voll uncool, dass die Lampen einfach angehen, das fetzt voll nicht. Mal hier. Mondscherben. Bestimmt wertvoll. Bestimmt. Wir wollten so weit. Ich hab irgendwie das dumme. Was? Ich habe das dumme Gefühl, dass hier irgendwann, wir laufen hier rum und wiegen uns in Sicherheit und irgendwann packt es uns von der Seite. Deswegen ab und zu mal zwischenspeichern, ne? Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Hier, irgendwas stimmt ja ganz gewaltig nicht. Und wir hören es halt auch ständig klopfen. Bei Knallen. Mit den Lampen, ne? Das ist so spooky. Wie weit das hier noch hochgeht. Herz. Scheiß. Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Ja, da hinten ist ein Hebel, ich weiß. Hm. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Mhm. Diese Hemden, die da aufgehangen sind, ne? Ach. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Achchen. Warte mal. Tagebuch des Magiers Alexander Teil 2. Wir brauchen Teil 1. Eine neue Armbrust. Verbesserter Drachenbaum. Hier los. Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Okay. Teil 1. Dann würde ich sagen, lesen wir da erstmal kurz Teil 1 und Teil 2. Und dann gucken wir uns die Erscheinung hier an. Ich so ein bisschen Gänsepelle gerade. So, ach so, das ist nicht questrelevant quasi. Dann müssen wir die jetzt hier suchen wahrscheinlich. Nee, Mittelchen waren ja mal hier, ne? Gut, Teil 1. Tag 237. Meine Experimente zeitigen weiterhin Ergebnisse, die ich als unverlässlich betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist das schäbige, fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem zu arbeiten ich gezwungen bin.
Gegen seiner Zusicherung ist Serrat außerstande, mir genug gesunde Exemplare für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt und verstört. Ich verschwende täglich viel Zeit damit, sie zu waschen und zu entlausen, bevor ich sie auch nur einen Fuß in meinem Labor setzen lasse. Sterilität, meine Fresse, ist das Wichtigste. Wie Marty Sondergren in ihrer wenig bekannten Arbeit beweisen konnte, spielt die Einstellung des zu behandelnden Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Leider zeigen die Freiwilligen, die mir geliefert werden, kein ausreichendes Verständnis für die edle Arbeit, deren Teil sie sind. Geschweige denn irgendeine Begeisterung. Tatsächlich betrachten sie die Forschung offenbar als Teil ihrer Strafe. Ich bin zwar kein großer Redner, aber ich habe schon mehrfach versucht, sie zu überzeugen, dass sie zur Ausrottung einer der übelsten Seuchen beitragen, von der die Menschheit geplagt wird. Leider hat es den Anschein, dass sie nicht viel verstehen. Vielleicht ist ihre Begriffsstutzigkeit auch den ersten Krankheitsstadien geschuldet. Natürlich erfordert dieser Erfolg große Opfer. Die meisten von ihnen werden ihr Leben auf dem Altar der Forschung opfern müssen. Doch das ist ein Opfer, das zu erbringen ich bereit bin. Teil 2, Tag 346. Ich habe Ratten nie gemocht. Das liegt weniger an ihren obszönen Schwänzen, als vielmehr an ihren lebhaften, verstörenden Intelligenz. Sie scheinen stets zuzuhören, wenn man glaubt, nur mit sich selbst zu reden. Noch schlimmer, sie scheinen zu verstehen. Vor ein paar Tagen ertappte ich mich dabei, mit einer zu reden. Mit einem besonders großen, schwarzen Männchen, dem ein Ohr fehlt. Zunächst wurde ich von Sorge überwältigt, mein Verhalten auf den Beginn der Krankheit zurückzuführen wäre. Aber das war natürlich unmöglich, da ich meine Immunität mit mächtigen Zaubern verstärkt habe. Später folgerte ich, dass es sich nur um einen natürlichen, schwer zu überwindenden Reflex handelte. Wir Magier mögen es, wenn man uns zuhört. Ich habe die schwarze Ratte in einem separaten Käfig untergebracht. Vielleicht bekommt sie noch ihre Chance, an den Versuchen teilzunehmen. Bis dahin kann sie mir Gesellschaft leisten und beobachten. Mir fällt auf, dass sie die infizierten Nager mit großer Konzentration beobachtet. Vor allem solchen in letzten Krankheitsstadien. Sehr interessant. Ich könnte mir keine bessere Gesellschaft wünschen. Serrat meidet das Labor und hat auch den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass seine Tochter sich von mir fernhält. Zunächst dachte ich, er hätte moralische Bedenken. Diese wären zu lächerlich gewesen. Doch dann erklärte er, dass Annabelle schon immer eine labile Psyche hatte und der Anblick der Kranken sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die Bauern, die an der Studie teilnehmen, sprechen nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht, was sie sich von dieser Demonstration versprechen. Konversationspartner taugen sie ohnehin nicht. Da ist natürlich die Frau. Was sie betrifft, versuche ich, meine Kontakte zu begrenzen. Annabelle, Leute. Annabelle war die Erscheinung, die am Tisch saß. Tag 362. Eine schwarze Ratte ist tot. Ich habe sie heute zusammengekrümmt, im Käfig gefunden. Vielleicht wurde sie versehentlich infiziert. Bei der Autopsie konnte ich allerdings keine Krankheitszeichen entdecken. Gut ernährt war sie auch. Seltsam. Aus medizinischer Sicht ist ihr Tod rätselhaft. Und ich muss eingestehen, dies den Gelehrten in mir irritiert. Aber ich erwähnte ja, dass ich Ratten nie gemocht habe. Okay. Annabelle. Ich habe es so gewusst. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer
Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Ich bin ein Hexer, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin ein Hexer. Bin ehrlich. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Was ist im Turm passiert? Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Gift. Was war das für ein Trank, können wir uns denken? Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Grahan. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Alter. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von hier fort? Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Stimmt mit dir nicht. Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings... ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Die ist mir nicht ganz koscher, Leute. Irgendwie ne? Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Ich nicht. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Grahan. Nein, er lebt.
Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Du bist im Zentrum des Fluchs. Dein Geliebter, wer ist er? Asmuja. Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Ihr habt so viel Dreck am Stecken, ne? Das ist so ein Miststück, sage ich euch. Da ist so einiges nicht in Ordnung. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Einverstanden oder ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Eigentlich bin ich für Zweiteres. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Auf der einen Seite... Was soll passieren, wenn wir sie einfach begraben? Stimmt was nicht. Nee. Wirklich alles sehr traurig, aber irgendwas stimmt nicht. Ich habe so ein Gefühl. Was denn? Du verschweigst mir etwas. Du weißt, wie gefährlich die Insel ist, aber du sagst mir nichts über das Monster, das hier lebt. Aber es gibt doch kein Monster. Ja, aber das Gefühl, dass du mich anlügst? Ich glaube, du lügst. Die Frage ist nur, warum? Um das Monster zu schützen? Oder etwa... Weil du das Monster bist. Halt! Ich will es nicht hören! Ich kann dir nicht helfen. Etwas von dieser verfluchten Insel, von einem verfluchten Ort zu entfernen, ist zu gefährlich. Und die Gebeine einer Toten, das bedeutet Ärger. Das heißt zu Recht, Hexer, sein herzlose Bestie. Willst du Graham dann herbringen? Ich muss mich von ihm verabschieden. Annabelle, hör zu. Du wolltest mir von Anfang an nicht helfen. Ich hatte so gehofft, dass sich endlich jemand erbarmen würde. Lalalala. Als ob ich es gewusst hätte. Ratte! Hallo, nicht das Schwert wegstecken. Alter! Verdammt, ich muss sie fangen. Warum? Jetzt haut sie auch noch ab, oder was? Boah, flippst du aus, ne? Wir hatten gerade Au gesagt, die Ratte? Bleib mal hier, Schnuckipuh. Hallo. Sind hier auch noch. Inis. Wo ist er hin? Da. Da kommen wir hier rein. Komm. Du kannst mich nicht töten. Das weißt du. Kann ich nicht.
Sprich mit Kyra und finde heraus, wer Graham ist. Hat sich angehört, als würdest du selbst zu einem Geist werden. Ich musste mich mit einer Pesta rumschlagen. Eine Pesta? Und hat sie dir verraten, wie der Fluch gebrochen werden kann, bevor du sie mit dem Schwert niedergemacht hast? Ja, wir haben ein wenig geplaudert. Ich muss wohl ihren Geliebten auf die Insel bringen. Einen Fischer namens Graham. Den kenne ich. Er lebt in Erzdorf, dem Dorf am Seeufer. Such ihn sofort auf. Wir haben es fast geschafft, ich spüre es. Mhm. Zum Glück können wir Schnellreise. Glaube ich, das Boot die schnellere Variante. Mann. 60 Schritt, die können wir auch schnell zu Fuß gehen. Haben wir die Truhe schon? Nee. Ja, damit. Moin. Moderhaut, Alter, geh weg von meinem Boot. Wenn du mich magst, dann platzt du jetzt. Nein. Die mögen mich alle. So, ich würde sagen, einfach schnell ins Boot. So. War ruhig. Kein Ding. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, der Kampf war wieder viel zu leicht. Also ich vermute mal, wenn wir Graham da hinbringen. Wenn wir sie ihn töten. Können wir ja nicht zulassen. Dann müssen wir sie töten, dann ist sie wieder 50 Mal stärker. Lass mich rein! Ich hab gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du musst... Lass mich in Ruhe! Warum läufst du mir nach? Was? Ich hab mich nur gefragt, was du von ihm willst, von Graham. Ich? Nichts. Seine Mutter macht sich Sorgen um ihn. Hat sich in seiner Hütte verkrochen, seit er von der Insel zurück ist. Redet mit keinem. Liebeskummer. Hat ihm wohl den Verstand geraubt. Das war schon mal eine gute Grundlage. Der Hexenmann? Der Mutant? Puh. Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase. Mal weg da. Ich will reden. Bist du taub, Mann? Ich hab dir... Wer bist du? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Wegen Annabel hier. Ich will mit dir über Annabel reden. Annabel? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabel ist tot. Hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle, sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Was genau hast du gesagt? Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen.
für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Super, leider. Sie war die ganze Zeit am Leben. Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich habe sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht... Es ist nicht deine Schuld, doch, er hätte was gegen tun können, also das ist auf keinen Fall, aber er kann dir immer noch helfen. Annabelle braucht dich. Du kannst ihr helfen. Ist sie noch dort? Im Turm? Kann ich sie sehen? Ja, aber du solltest eines wissen. Im Tod hat sich Annabelle in eine Pesta verwandelt. Eine Pesta? Was ist das? Mehr als nur ein ruheloser Geist. Eine Pestmaid, ein mächtiges Geistwesen, erfüllt von Trauer und Hass, die es antreiben, ihm die Kraft geben, Krankheit und Tod zu sehen. Sie leidet. Wie kann ich ihr helfen? Die Götter wissen, dass ich bereit bin. Meine Liebe kann die Macht des Fluchs brechen. Annabelle glaubt, du hättest sie verlassen. Annabelle glaubt, du hättest sie verlassen. Ihr Götter, sie hasst mich? Die ganze Zeit über hat sie gedacht, ich hätte sie verlassen? Ja. Geh zum Turm und rede mit ihr. Vielleicht kannst du sie überzeugen, dass es anders war. Ich dachte, sie wäre tot. Sonst hätte ich sie niemals verlassen. Ein Fluch hält Annabelle und die anderen Geister auf der Insel gefangen. Deine Liebe kann dessen Macht brechen und sie alle befreien. Genau wie in den Legenden. Du kennst die Legenden. Dann weißt du auch, dass ein Kuss einen bösen Zauber bezwingen kann. Aber er muss aus wahrer Liebe geboren sein. Ich sagte doch schon, ich liebe sie von ganzem Herzen. Bring mich zu ihr, bitte. Das ist nicht ungefährlich. Es gibt Risiken. Das ist dir klar, oder? Natürlich. Ich bin kein Feigling. Diesmal laufe ich nicht davon. Gehen wir. Nichts. Gehen wir. Ich bin bereit. Wir gehen zum Turm. Mensch, zum Glück sind wir schon da. Ich werde trotzdem noch mal kurz ein Stündchen in mich gehen. Okay. Hört er mir oder nicht? Oder was? Oder wo? Oder wie? Holy! Es war nicht unmöglich. Wir hätten zusammen sein können. Und jetzt, sie ist... Naja, was gibt's, Marktstopp? Und ich bin schuld. Hätte ich sie nur beschützen können. Wir jetzt offen? Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst ihr helfen, ihren Frieden zu finden. Es ist schrecklich hier. Es ist zu still. Na los, beeil dich. Bringen wir es hinter uns. Ich erinnere mich noch an die Schreie. Na, kommen sie jetzt auf jede Etage? Jetzt ist es leise. Sie sind alle tot. Alle tot. Denk nicht dran. Geh weiter. Scheiß Ratten, Alter.
So, meine Freunde. Du hast mich nicht vergessen. Du bist zu mir zurückgekehrt. Bist du das? Die du verlassen hast. Weißt du nicht mehr? Annabelle, ich dachte, du wärst tot. Hätte ich's besser gewusst, hätte ich dich nie allein gelassen. Ich hätte alles für dich getan, alles, das weißt du. Glaub mir, ich flehe dich an. Beweise es. Küss mich. Mit Zunge. Vorsicht. Yummy. Ja, das muss man sich nicht mit angucken. Ach, guck mal. War jetzt wirklich schon ein bisschen gespannt, wie das aber... Knackt den doch. Hast du gewusst? Ist gebrochen. Und Graham und Annabelle sind wieder vereint. Ach so. Natürlich. Da geht's noch weiter hoch, Leute. Gucken wir uns mal schnell an, was hier so abgeht. Doch so viel. Waren bis zum Schluss da drin. Oh. Was für eine beschissene Art zu sterben. Wo er recht hat? Hat er recht. Sag Carol, dass du den Fluch der Reuseninsel gebrochen hast. Okay. Da werde ich jetzt mit Schnellreise und so weiter hin und so weiter. Und dann, wenn ich dann vor ihr stehe, werde ich die nächste Aufnahme beginnen. Diese werde ich jetzt hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.